Hey! Hallo! Was ist los? Dings? Du, ich heute drehe ich mit dem Toten zusammen. Mit dem Toten. Leute, was geht? Wir haben uns heute versammelt für ein Video. Wir haben auf Instagram gefragt, ob es Personen gibt, die uns ähnlich sehen. Ja. Ihr habt da einiges geschickt. Und zwar hat Joanna für Genghis die Bilder rausgesucht und Lia hat für mich die Bilder rausgesucht aus den DMs. Das heißt, wir haben es noch nicht gesehen und ich bin sehr gespannt. Wir gucken uns in diesem Video einmal an, welche Personen mir ähnlich sehen. Und dann müssen wir das bewerten von 1 bis 10. Und dann bewerten wir das von 1 bis 10. 10 heißt sehr zutreffend, 1 heißt absolut nicht. Ja. Also da kann jetzt ja eigentlich nur sowas kommen wie Topmodel, super süße Jungs, Ja, wir drehen noch dein Video, oder? Okay. Also, Lia schickt mir jetzt jeweils ein Bild zu und wir schauen uns das dann an, okay? Nice. Lia, sind Sie bereit? Hab's geschickt. Okay, erstes Bild. Okay, let's go. Okay, doch, muss man sagen. Also, finde ich schon. Also, du hattest die Haare sogar mal ja, das stimmt. Hättest du die, weißt du noch, als bevor wir diese Challenge gemacht hatten, diese Nicht-Lachen-Challenge, da wolltest du die Haare wie Noske. Hier unten dieses blaue. Oh, das wäre voll geil. Und der hat das hinten aber, dieses grüne. Das, also ich muss sagen, der sieht cool aus, auf jeden Fall. Was ist mit diesem rechten Arm von dem? Also was ich halt sagen muss, ich bin auf jeden Fall nicht so dünn wie der, aber so von den Haaren, von den... Vom generellen Erscheinungsbild. Safe, so eine Pose beim Fotografieren würde ich auf jeden Fall aufnehmen. Ich würde sagen, also ich würde mir selber da auf jeden Fall schon mal so eine 8 von 10 geben. Ja, ich würde auch so zwischen 7 und 8 würde ich geben. War ein gutes. Okay. Nächstes ist geschickt. Oh mein Gott, das ist so ein früherer Verwandter von dir. Was? Hä? Auch dieser Rollkragen. Ja, stimmt. Du hast sogar mal letztens Fotos damit, wo du an diesem Bach warst. Also ich muss sagen, dieser Schnitt ist richtig fresh und dieser Seitenscheitel, der sieht halt nur irgendwie aus wie 16, würde ich sagen. Der sieht ja aber nur ähnlich wegen den Haaren, da vom Gesicht her nicht. Ja, stimmt. Wobei... Maximal die Augen. Oder Augenbrauen, nee, was ist ich das? Ich finde sogar die Augen sind das Ungleichste, sondern eher... Also die Kopfform ist sehr ähnlich, aber diese... wie nennt man das? Die Position der Augen, die Nase und sowas, das ist anders. Okay, ja, also ich würde sagen, ich sehe mich da auf jeden Fall irgendwie so in diesem Style. Ich würde aber eine 6 geben, ja. Eine 6, da schließe ich mich an. Also 6 von der, 10 ist doch. Der gut. Eben sah dir auf jeden Fall ähnlich als der. Ja, 6 von 10 passt auf jeden Fall. Der könnte mit dir verwandt sein eher. Stimmt, stimmt, so ein fresher Cousin. Eminem. Also da muss ich... Das stimmt doch nicht, oder? Der guckt so. Popo. Nein, also das Ding ist, was ich eventuell nachvollziehen kann, ist, dass als ich diese Haare ganz kurz hatte, da gab es so ein Bild, das sah wirklich genauso aus wie Eminem, dieses eine Bild mit diesen kurzen Haaren. Aber ich finde, im Gesicht und so diese Nasen, wenn überhaupt eher der Kiefer, die Kieferform. Okay. Das eher Mund, überhaupt nicht Nase, überhaupt nicht. Augenbrauen, der hat ja so Augenbrauen wie ich, Alter. Ja, also ich würde maximal eine 4. Ja. Maximal eine 4. 3 oder 4. 3 von 10. Okay. Nächstes dann auch geschickt. Das ist eine 10 von 10. Was ist? Wer ist das? Ist das so Jimmy Neutron oder wer ist das? Von Angelo heißt die Serie. Angelo? Hä? Kenn ich nicht. Und was ist das für ein Macker? Du. Ja, was hat der für Ohren? Wie stehen die ab? Die fallen so runter, nicht so. Alter. Ja, okay, da kann man ja. Keine Ahnung. Nee, also da würde ich eine 10 von 10 schon geben. Ja. Eine 10 von 10. Würde ich auch. Das passt perfekt. Oh. Oh, okay. Da muss man sagen, als du diese Haare ganz kurz hattest, diese Kommentare waren voll da. Das war jeder. HP Baxter, ja. HP Baxter, als ich diese Haare so kurz hatte, HP Baxter. Aber was ich nicht verstehe, ist, okay, die Frisur eventuell, dieses blond-gelbe, was er hat. Aber siehst du in dieser Gesichtsform irgendwo mich?
guck mal. Guck mal, mach mal das Kinn so runter ein bisschen. Nee, von der Kopfform eigentlich nicht. Also man könnte das, wenn überhaupt, wirklich nur sagen, als du diese Haare so super blond hattest. Mhm. Aber dann auch nur wegen den Haaren. Vielleicht, aber also vielleicht sehe ich ja in 20 Jahren oder sowas aus. Würde ich eine 2 von 10 geben, wirklich. Ja, also ich... Das finde ich nicht. Also ich gebe da eine 1 von 10 maximal. Und das auch nur wegen diesen... Diese eine nur wegen diesen Haaren, tatsächlich. Hyper. Ja, schon eher, aber auch wieder sehr... Auch wieder nur wegen den Haaren. Ja, wobei, doch, warte, wenn man zum ersten Mal drauf guckt. Nein, also ich muss sagen, bei Malfoy sehe ich mich eigentlich nicht so sehr, außer... Ja doch, wenn du so gucken würdest, würdest du dem aber ähnlich sehen. Okay, okay. Also ich würde da eine 6 von 10 geben. Echt? Ja. Also ich erkenne da eventuell die Haare, ansonsten eine 4 von 10. 4 von 10. Okay, jetzt kommt der am meisten geschickt wurde. Mega gespannt. Ah, ich weiß schon, was das ist. Das habe ich schon seit meinem Leben bekommen. Der? Machine Gun Kelly. Das schreiben die seit immer schon. Ja, null. Er ist das? Ja, der ist das. Auf keinen Fall. Siehst du gar nicht? Würde ich 0 von 10 geben. Finde ich überhaupt nicht. Ja. Weil diese Nase von dem, der Nasenrücken von dem ist extrem dünn. Ja, das stimmt, das stimmt. Und von der Seite überhaupt nicht. Guck mal, das Bild, was ich dir geschickt habe. Der sieht eher, okay, dieses Bild, nee, finde ich überhaupt nicht. Also das Ding ist, ich habe meiner Mom mal ein Bild geschickt von dem und habe hab so gesagt, also es war nicht dieses Bild, aber eines von dem, habe gesagt, jo, guck mal, ich habe mir ein neues Shirt geholt. Ja. Wie findest du das? Ja, das sieht richtig gut an dir aus. Da habe ich so gesagt, ja, das bin ich nicht. Ist dir nicht aufgefallen, meiner eigenen Mom. Was? Und das Ding ist, das sehen ultra viele. Also was willst du geben? 2 von 10. 2 von 10. Ich sag 5 oder 6 von 10. Ach. Ja, das wollte ich sagen. Das ist schon eher. Aber da muss ich dann wieder sagen, der sieht dem ähnlicher als du ihm, aber er sieht dir wiederum auch ähnlich. Was? Also nochmal. Der ist eine Mischung aus euch beiden. Also XQZ sieht aus wie ich und MGK in einem. Ja, genau. Ja, true. Der ist so eine Fusion aus euch. Excuse me. Ich glaube, was jetzt viele sehen, ist, weil wir die gleiche Haarfarbe haben und vielleicht auch so ein, sehe ich da im Gesicht ein bisschen von der Seite aus? Nee, der sieht ein bisschen ungesund auch aus. Ja gut, der sitzt jeden Tag 10 Stunden vom Stream. Probably. Da kann man sich ja die Antwort denken. Ja, also da sehe ich auf jeden Fall Reference, aber ich finde so vom Aussehen, vom Gesicht her jetzt nicht so viel. Finde ich aber mehr. Ich würde mehr als bei MGK? Ja, auf jeden Fall. Okay, was würdest du da sagen? Ich würde da schon 6 oder 7 von 10. 7 von 10? Okay. Ich sag 5 von 10. 5 von 10. Ist das nicht Jean? Ja, sieht auch ein bisschen aus, aber das ist doch nicht ein Manga von Jean. Oder? Sieht Jean im Manga so aus? Wie ist das denn? Weißt du, wer das sein soll? 0 von 10. Ja, 0 von 10. Okay. Oh. Ah, das ist hier der aus Mortal Instruments, ne? Den kenne ich nicht. Keine Ahnung. Die Nase ist aber so das Ding ist, der hat zu groß. Ja, und der hat auch eine andere Stirn. Also generell sieht sein Kopf anders aus, weißt du? Und diese Lippen sind auch. Alter, das sind ja. Das sieht aus, als hätte Lippenstift drauf. Ich würde maximal 5 von 10 sagen. Ja, ich auch. Maximal. Ach. Okay, das ist eine Tennis-Legende. Wie heißt der nochmal? Das bist ja du. Nein. Als ob ich mir sowas Peinliches anziehen würde und dann mit so einem Minischläger da steht. Wer ist zeig mal her. Wie heißt der nochmal? Das ist ja bei Roger Victor. Film? Das ist ja bei Victor zu Hause. Der war da. Was ist? Mann, das bin ich nicht. Als ob ich so peinlich bin. Yeah. 0 von 10. Nächstes. Alles klar! 0 von 10. Das nächste wurde mir 4-mal geschickt. 4-mal? Okay. Oh. Was ist das? Wieso nimmst du das überhaupt mit rein? Jetzt kommt das letzte und das.
Lil Peep. Bei dem Video, wo wir uns die Haare gefärbt haben, maximal da, das war krass, wo ich diese rosa Haare... Ah ja, doch, stimmt. Da ja, hatte ich Ähnlichkeit, ansonsten habe ich weder die Augen noch die Kopfform. Hätte der blaue Augen, würde der dir ähnlicher sehen. Ja, das kann und sein. Und er hat aber weichere Gesichtszüge, weil der stimmt. Ist... So ein bisschen babyfaceiger. So, ja, genau. Ja. Ja. Nee, also Lil Peep würde ich sagen, 3 von 10 Max. Also wie wir gelernt haben, sehe ich aus wie der. Ja. Ja. Und ich fand es einfach mal so interessant zu wissen, so was ihr denkt, wie ich aussehe. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich bin irgendwas zwischen Pepega und XQC. Nice, danke dafür. Wir haben aber auf Cengiz' Kanal auch ein Video gedreht, um zu schauen, wen Cengiz ähnelt. Und da bin ich mega gespannt. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Video ist unten verlinkt. Und ich bedanke mich für die Einsendung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye.